Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Film aus, den ich vor 15 Jahren das erste Mal gesehen habe. Den habe ich mir damals in der Bibliothek ausgeliehen, wo es noch viele Videotheken gab. Heute sind die ja wirklich eine Seltenheit geworden. Ich kenne eine Videothek noch, die es gibt. Alle anderen, die es damals gab, sind geschlossen. Sogar die großen, wo ich damals dachte, hey, die gibt es immer. Nee, die sind alle weg. Und zwar spreche ich hier vom Battle Royale Survivor Programm in dieser Extended Cut Version. Die ist wohl eine Neuauflage, die ist dieses Jahr erschienen und die habe ich mir jetzt im Saturn gekauft für 4,99 € und steht ungekürzt und unzensiert. Gibt es auch auf Blu-ray, werde ich euch mal beide zu Amazon verlinken. Ich weiß noch nicht, was es da kostet. Wie gesagt, bei Saturn 4,99 €. Und ja, diesen Film, der hat auch einen zweiten Teil, den habe ich mir damals auch gekauft. Den fand ich damals besser. Ich weiß aber, da habe ich glaube ich kein Unboxing gemacht. Da gab es noch eine Tasche dabei, die nehme ich immer zur Arbeit. Und ja, es geht halt darum, dass die japanische Regierung die Jugendlichen nicht mehr so unter Kontrolle hat. Die sind sehr gewaltsam, machen Aufstände und dann werden die halt, jedes Jahr wird halt in eine Klasse ausgewählt, die wird auf eine Insel ausgesetzt und dann müssen die sich da gegenseitig töten. Wenn du Glück hast, bekommst du eine Pistole, wenn du Pech hast, nur eine Pfanne. Und fand ich damals, wie gesagt, sehr lustig. Und dann steht hier auf der Rückseite ein außergewöhnlicher futuristischer Albtraum. Mein Gott, ist das ein schweres Wort. Sprachen haben wir Deutsch und Japanisch. Tonformate Dolby TAF 5.1 auf Deutsch und Japanisch. Bildformat ist 1,78 bzw. 16 zu 9. Laufzeit 117 Minuten. Untertitel Deutsch. Typ ist DVD 9 PAL. Originaltitel ist Butoro Rowairo, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Produktionsjahr war 2001 und hat einen Wendecover auch, wie ich gelesen habe. Und da mir dieser ja noch gefehlt hat, ich wollte ihn damals immer kaufen, dann war die immer ausverkauft, die DVD, und sehr teuer. Dann dachte ich mir irgendwann mal, und jetzt gibt es halt diese Neuauflage seit diesem Jahr. So sieht die Disc aus, alles in Rot, und das Wendecover hat eben, wie gesagt, kein Latschen, sieht dann so aus. Ich weiß, glaube ich, die normale Fassung hatte damals noch ein Bild. Und ja, der zweite Teil, oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Der ist ein bisschen actionreicher auf jeden Fall. Da kriegt diese Gruppe, muss, genau, ich weiß es wieder ein bisschen. Also es wird eine Gruppe Jugendliche ausgewählt, um eine andere Gruppe wieder auf einer Insel zu töten. Die kriegen aber auch Waffen, Militärausrüstung. Und der war auch ein bisschen actionreicher. Und den fand ich richtig cool. Und den kann ich dir auch empfehlen. Den habe ich mir damals in dieser Limited Edition gekauft. Da war halt wie so eine Hängetasche dabei, ein Poster. Das Poster hängt bei mir hier an der Tür. Die Tasche benutze ich als Arbeitstasche. Und da war noch das dabei. Und der kam schon 2003. In Memory of Kichi Fujisaki. Ich glaube, der ist gestorben, der Regisseur. Und der war auch cool. Ich glaube, den fand ich sogar ein bisschen besser als den ersten Teil. Ich meine, ja. So, da waren zwei Discs. Der Hauptfilm und eine Bonus-DVD noch dabei. Und falls ihr die beiden Filme kennt, könnt ihr mir ja gerne schreiben, welchen ihr besser fand. Ich finde beide cool für sich, aber den zweiten Teil wegen der Action ein bisschen besser. Und ich mag so asiatischen Filme, wie ihr wisst, mache ich auch öfters mal Unboxing. Könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Filme gesehen habt. Ansonsten, wenn ich Trailer finde, verlinke ich euch diese in der Videobeschreibung. Bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.